kommt zum Zimmerduell. Wer hat den härteren Schuss? Punkt für euch. Wer ist der größere Morgenmuffel? Noch ein Punkt. Wer verbringt mehr Zeit im Kraftraum? Wieder Punkt für euch. Boah, wie ein Zuschein. Wer gewinnt ein 1-gegen-1-Duell zwischen euch beiden? Ruf. Ah, klar. Da seid ihr euch nicht einig? Ganz klar. Ganz klar. Das ist keine Ahnung von Fußball. Ganz klar. Keine Ahnung. Ganz klar. Ey, eine beste Dribble. Ganz klar. Wer ist denn der bessere FIFA-Spieler? Boah. Du bist ehrlich. Ja, Punkt. Er hat schon hier in der Türkei eine Klatsche bekommen. Ich spiele kein FIFA, aber ist okay. Haben wir nicht gespielt gegen ihn? Ich habe gesagt, ich spiele kein FIFA, aber ist okay. Wieso diskutierst du weiter? Hast du gegen mich gespielt und verloren? Oh mein Gott, ich habe gesagt, ich spiele kein FIFA. Also du hast gewonnen, ich habe trotzdem mein Tor geschossen. Scheißegal. Alles klar. Dankeschön. Wer jubelt denn mehr, wenn er ein Tor auf dem Tivoli schießt? Da seid euch nicht einig. Du hast gegen Rödinghausen ein Tor gemacht. Du hast 35 Jubel gemacht. Was redest du? Du hast ein Dings Tor gemacht gegen Lippstadt. Du bist komplett durchgelaufen. Bist du deine Freunde da hoch? Ja, okay, ich bin da hingelaufen, aber ich habe einen einzigen Jubel gemacht. Du hast 5 Jubel in einem Jubel gemacht. Was redest du da? Das ist komplett eine Lüge. Wir können Wiederholung. Ich zeige dir das Video noch. Ich kann nicht auch sagen. Also. Wer ist denn witziger? Der ist zu selbstverliebt, der nimmt sich selber. Ja, kein Punkt für euch. Wer ist denn häufiger am Handy? Boah, unentschieden. Ja, schwer. Ich sag. Dibi, was ist deine Entscheidung? Es kommt auf die Uhrzeit am Tag an. Ja, also Abend. Würde ich immer sagen, in der Früh sage ich. Ich. Eine Entscheidung? Ja. Ich schaue auch morgens, bin ich mehr am Handy, abends ist Demi mehr am Handy. Okay, dann Punkt für euch. Wer benötigt denn häufiger Behandlung von den Physios? Auf jeden Fall. Mehr als ich. Okay. Punkt. Stellt euch vor, 90. plus 3, Pokalspiel gegen Viktoria Köln, es gibt Elfmeter. Wer würde eher schießen? Ah, da habe ich ja alle dafür. Kein Punkt für euch. Niemals schießt du. Hey, niemals schießt du. Auf gar keinen Fall schießt du, Alter. Habe ich schon gesehen im Training, wo du euch geschossen hast. Das Training, wo du 2 in einem Spiel verschossen hast? Nee. Ich habe ein Kopfballtor gemacht, wo du danach deine Elfmeter aufgekackt hast. Also, so weiter geht. Wer wäre denn der bessere Torwart? Oh, ganz klar. Ganz klar. Punkt. Wer hat denn den besseren, schlechten Fuß? Oh, ganz klar. Das ist ganz klar. Punkt. Wer braucht morgens länger im Bad? Da seid euch nicht einig. Wie? Nee. Also, ehrlich, du musst wirklich ehrlich sein. Kann ich ihn angucken? Ich bin ehrlich. Yeah. Also, geht der, schon, ich gehe duschen. Vielleicht brauche ich ein bisschen mehr, weil ich muss mich ancremen und so. Aber der geht duschen, muss er dann seine Haare füllen. Ja, ich muss meine Haare füllen, du machst das nicht. Ich ja, aber da kann ich ja nichts sagen. Bei uns, Schwarze, die Wasser geht nicht unten. So. Guck mal, ich bin vielleicht 15 Minuten im Badezimmer, du bist 12 Minuten im Badezimmer. Ich sag wirklich, du brauchst nicht so lange wie ich, aber du füllst deine Haare nicht, du machst deine Haare nicht, du machst eigentlich nichts und brauchst 12 Minuten. Und ich brauche für alles 3 Minuten länger. Ja, aber dafür siehst du immer gut aus mehr als du. Ist es geisteskrank? Die nächste Frage, bitte. Das ist,
aber das ist doch so. Du machst deine Haare, ich mach das nicht, aber ich schaue trotzdem gut aus. Wenn ich dich angucke, das ist Wahnsinn. Überlegst du, wenn ich meine Haare anmache und so jeden Tag? Also die Sache ist, das sind dann wie 20 von 20. Also ich bin aus diesem Bad. 20 von 20. Also wenn ich mich selber angucke, ich denke mir, boah. Also, egal. Ich stehe übermüdet auf. Ich wach auf, ich bin eh schon ein Morgenmuffel. Er kommt aus diesem Badezimmer auf. Ich bin die 10 von 10. Ich bin die 10 von 10. Ist doch ganz klar. Ist doch keine Lüge. Bitte. Aber ist egal. Ihr seid euch da sehr einig. Ja, auf keinen Fall. Wer würde vor dem Tor eher nochmal auf einen Mitspieler querlegen? Schwer. Keine Einigung. Ich habe gesagt, wir würden beide abspielen eigentlich. Ja, eigentlich schon. Deswegen, ich habe mich jetzt für mich entschieden. Also, ich habe mich auch für mich entschieden, weil ich würde dich komplett so... Wollt sich so als Ego überkommen? Nee. Gut, ich auch nicht. Bin ich nicht. Wer ist denn der bessere Kabinen-DJ? Ja, ich gebe ihm das. Ja, vor Spiel bin ich besser, sonst machst du mehr Stimmung. Ja, Willi macht doch, also muss ich ehrlich sagen, Willi ist gut, der ist gut, auch also Willi ist so wie ihm aussieht, aber der ist auch gut, der ist auch sehr gut, aber ich sag, ja, was? Okay, Mois ist nicht schlecht. Was ist deine Entscheidung? Ach, meine Entscheidung, ich gebe ihm meine. Okay, dann Punkt für euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir beide bedanken uns, dass ihr dabei wart. Und ja, wir sehen uns. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei. Gut. Hast du noch was zu sagen? Ja, ich möchte eigentlich sagen, ich möchte einfach ehrlich sein. Und ich möchte sagen, Yannick ist der beste Spieler. Dankeschön, lieber Dimitri. Das bedeutet mir sehr viel. Aber ich habe nicht gesagt, um was? Ich bin der beste Spieler. Dankeschön. Um was? Im Fußball. Aber ich habe das nicht gesagt. Ich weiß also, nicht. Also, between you und ich? Ja. Okay, ich hab die Liebe. Ich auch.